Wir sind für Sie ins Stadion gegangen und begrüßen Sie. Mein Name ist Manni Beugmann, neben mir sitzt Frank Buschmann. Ich freue mich wie ein Schnitzel. Endlich mal wieder eine Top-Begegnung und hoffentlich klasse Fußball. Heute freuen wir uns auf das Spiel Chelsea gegen Southampton. Ja, was mittlerweile alles so an Statistiken erfasst wird für jeden einzelnen Spieler. Zweikampfwerte, Passgenauigkeit, Laufleistung, Kilometer, Sprints, endlose Liste. Mir ist das manchmal fast ein bisschen viel. Dürfen wir uns auf den FC Southampton aus England freuen. Der ist nach einigen unglücklichen Jahren in den unteren Ligen wieder in der Premier League angekommen. Absolut, selbst gegen Mannschaften wie Man United oder Liverpool konnten sie schon siegen. So, jetzt genug geredet, genug spekuliert. Nun wird hier Fußball gespielt. Matic. Hazard. Azpilicueta. Fabregas. Oscar. Das ist klasse gemacht, wie sie sich den Ball hier hin und her spielen. Diego Costa. Pass nach draußen auf den Flügel. Ah, ein klasse Doppelpass, ein Zungenschnalzer. Elia. Obwohl der FC Chelsea, wir haben es angesprochen, ein Traditionsverein in England ist, hatte er bis zum Engagement von Abramovich keinen besonders guten Ruf in der Liga. Sportlich gesehen mussten sie bis zum Jahr 2005 sogar 50 Jahre auf ihren zweiten Meistertitel warten. Ja, das ist eine lange Zeit, aber dann sind die Fans ja erlöst worden. Und natürlich war das auch das Verdienst von The Special One, José Mourinho, der mit dem Team 2005 auch gleich noch den englischen Ligapokal holte. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Fabregas. Gute Flankenmöglichkeit jetzt. Ivanovic. Hazard. Ramirez. Es muss Einwurf geben. Er spielt den Ball auf die Außenposition. Hazard. Jetzt müsste er flanken. Ramirez. Bitte attackiert. Elia. Das sieht alles sehr eng und geschlossen aus, aber wenn ihr schneller spielt, dann findet ihr die Lücke.
Fabregas. Diego Costa. Jetzt wollen sie das Flügelspiel forcieren. Elia. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Oscar. Mit seiner ganzen Ruhe in dieser Situation klärt er dann. Matic. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Es steht 0:0 zur Pause. Und jetzt hoffen wir auf die Offensivspieler beider Mannschaft. Die Jungs trainieren die ganze Woche. Und dann zeigen die uns 45 Minuten so ein Gejurke. Ja, es kommt selten vor, Manni, das weißt du. Ich bin sprachlos. Was haben die sich zusammengespielt in den ersten 45 Minuten? Also schlimmer kann es jetzt nicht werden. Nee, und wenn die so weitermachen, komme ich zumindest nicht mehr hierher. Also das hat mit Fußball wenig zu tun. Der Ball läuft wunderschön und sie suchen die Lücke. Jetzt gibt es mehrere Optionen auf der linken Seite. Fabregas. Hazard. Oscar. Diego Costa. Das sieht aus wie Training. Perfekt. Hätte man sofort verarbeitet. Das sah nicht ungefährlich aus. Gut, dass da noch ein Abwehrspieler dazwischen war. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Matic. Ivanovic. Das schafft er nicht alleine und sie helfen ihm. Ramirez. Sehr gute Flanke. Es war abschreckend, was hier gelaufen ist. Aber jetzt ist der Ball zumindest mal im Tor. Und wir hoffen auf Besserung. Oft tut so ein Tor einem Spiel ja gut. Jetzt müsste die Flanke kommen. Elia. So, jetzt wird gleich gewechselt bei den Hausherren. Matic. Einwurf jetzt. Frische Kräfte braucht das Spiel. Es wird ausgewechselt.
Fabregas. Oscar. Azpilicueta. Gutes, schnelles Passspiel. Matic. Klasse gehalten und festgehalten. Der Torwart beordert seine Mitspieler nach vorn. Er winkt wild. Natürlich müssen sie sich jetzt noch einmal aufbäumen gegen diese drohende Niederlage. Es sind jetzt nur noch wenige Minuten zu spielen. Und beide Mannschaften haben noch Chancen, die Partie für sich zu entscheiden. Da stand die falsche Adresse drauf auf der Flanke. Der Gegner hat den Ball. Oscar. Erfolgreicher Zweikampf. Elia. Das war eine klasse Flanke, aber das Reaktionsvermögen des Gegenspielers noch besser. Jetzt hat er den Platz, den er braucht. Ein verbissener Zweikämpfer, der Erfolg hat. Er hat den Ball. Das Stadion zischt, das Stadion kocht, Buschi. Die Fans spüren genau, dass da noch was geht. Und jetzt ist mentale Stärke gefragt und natürlich diese unfassbare Rückendeckung durch die Fans. Das könnte entscheidend sein. Klasse Zuspiel. Ich würde mal sagen, im Zweifel für den Angeklagten. Von daher hätte ich eher weiterspielen lassen. Ah, das ist abseits. Er läuft Bruchteile einer Sekunde zu früh los und dadurch ist er im Abseits. Gut gesehen. Und da unten steht schon einer bereit, der gleich in die Partie kommen wird. Und hier pfeift der Schiedsrichter aus dem letzten Loch. Es ist der Schlusspfiff. Ich dachte, es gibt eine Packung, aber die gab es überhaupt nicht. Ja, das ist wieder so ein Moment, wo ich mit dem Verlierer mitfühle. Das war eine klasse Leistung. Ich hoffe und ich bin fast sicher, es hat Ihnen genauso Spaß gemacht wie mir, sich dieses Spiel anzugucken. Mein Name ist Manni Breukmann. Ich sage Ihnen Tschüss, auf Wiedersehen, bis die Tage.